Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einmal mehr Booktube-Geheimtipps. Eine Reihe, die ich relativ unregelmäßig erweitere. Es gibt aktuell, glaube ich, 4 Videos, dementsprechend müsste das fünfte sein. Das seht ihr aber im Titel. Und es geht halt in diesem Share the Love Video darum, etwas kleinere, aber ganz tolle Booktube-Kanäle vorzustellen, auf dass diese wachsen und noch ganz viele mehr Abos bekommen und ganz viele mehr Zuschauer finden, die dann genauso viel Spaß an den Kanälen haben wie ich. Und ich habe diesmal 4 Booktuber dabei, beziehungsweise 4 Kanäle, weil es sind eigentlich 5 Booktuber, aber warum und wieso? Das natürlich an gegebener Stelle. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinen 4 Kanaltipps. Die Reihenfolge der Kanäle, wie ich sie vorstelle, ist total willkürlich mehr oder weniger getroffen. Es ist kein Ranking in irgendeiner Art und Weise. Ich habe es diesmal so gemacht, dass wie die Videos sozusagen von den Kanälen bei mir eingegangen sind, ich dann eben auch die Reihenfolge gewählt habe. Also es ist kein, das ist der bessere oder irgendwie auf- und abstufen, sondern ich finde alle 4 gleichermaßen toll. Und wer eben am schnellsten war mit dem Schicken, der ist jetzt sozusagen auch ganz weit vorn dabei. Und so habe ich das von der Reihenfolge gewählt. Als ersten Kanal möchte ich Christina vorstellen von Chrissys Bücherlabyrinth. Ein Kanal, der mir aufgefallen ist durch wunderbare Autoreninterviews, unter anderem Michelle Schrenk. Und ich glaube auch die Liebe zu dieser Autorin verbindet uns. Ich mag die sehr angenehme, ruhige Art von Christina unglaublich gerne, die viel erzählen kann mit wenig Worten und das wirklich in so einer ganz tollen Atmosphäre macht und man einfach so das Gefühl hat, man hört einer Freundin beim Schwärmen oder wenn die Bücher natürlich auch mal nicht so gut sind, dann natürlich auch beim nicht so Schwärmen zu und das ist immer sehr gemütlich, sehr atmosphärisch und ich gucke ihre Videos unglaublich gerne und freue mich da immer, wenn ich eins in der Abo-Box entdeckt habe und was sie zu sich und ihrem Kanal zu erzählen hat, das zeigt sie euch jetzt einfach mal selbst in einem kleinen Clip. Hallo ihr lieben Zuschauer von Steffi und hallo liebe Steffi, ich möchte mich gleich mal bedanken, dass ich Teil dieses Videos sein darf und ein Teil dieses tollen Formats. Ich möchte mich heute mal kurz vorstellen, ich bin Christina und habe hier auf YouTube einen eigenen Bücherkanal, der heißt Chrissys Bücherlabyrinth. Darum geht es natürlich um Bücher, es erwarten euch dort Videos zu Büchern, also Rezensionen, Neuzugänge-Videos, verschiedene Unpackings, Lesemonate, alles was so dazugehört. Auch Hauls sind wieder mal so zwischendurch drinnen und es geht aber auch um Serien. Also so ein kleiner Teil auf meinem Kanal bezieht sich auf Serien, weil ich ein absoluter Serien-Junkie bin, also nicht nur Lese-Junkie, sondern auch Serien-Junkie. Und ja, da habe ich demnächst auch einiges geplant. Da gibt es immer dann so Serientipps von mir oder Empfehlungen und so weiter. Ein paar neue Formate sind da auch in Planung. Ja, ansonsten vielleicht auch ab und zu was mit Kerzen, das eher dann im Herbst, Winter. Und ja, lesen tue ich gerne New Adult Romane. Also am liebsten lese ich eigentlich New Adult, aber auch Young Adult und Jugendbücher. Dystopien lese ich auch ganz gerne, da bin ich aber eher noch so ein wenig am Randwagen. Und bin eigentlich für alle Genres offen. Fantasy lese ich eher weniger, vor allem High Fantasy ist nicht so mein Thema. Da müsste ich wahrscheinlich mal was richtig Gutes lesen, damit ich auf diesen Zug aufspringe. Und ansonsten, ja, Thriller, da habe ich mich auch noch nicht so rangewagt. Krimi ist, glaube ich, eher nichts für mich, aber ich bin da grundsätzlich offen für alles und probiere gern mal jedes Genre aus, aber überwiegend lese ich New Adult, Young Adult, Liebesromane, darf ich nicht vergessen. Und ja, Jugendbücher so quer durch die Bank. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal bei meinem Kanal vorbeischaut. Lasst mir gerne einen Kommentar unter einem meiner Videos da, dass ihr von der lieben Steffi kommt. Würde mich super freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schönes Lesevergnügen. Tschüss! Ein etwas außergewöhnlicherer Lesegeschmack findet sich bei Mel von Melanie Liest. Ja, sie ist nicht nur optisch, finde ich, ein absolutes Highlight in der Booktube-Welt, weil sie komplett
ja, außergewöhnlich aussieht, wie ich finde. Und das meine ich ganz, ganz positiv, liebe Mel. So ist sie mir im Grunde auch aufgefallen. Einfach mit diesen schwarzen Haaren, diesen wunderbar geschminkten Augen und wirklich, ja, so eine ganz spezielle Type. Und dazu eben auch einen sehr blutigen, thrillerigen Lesegeschmack. Was ich persönlich ja nicht immer kann, also zu blutig, wenn es mir wird, ist es ja nicht ganz so meins. Aber ich finde gerade, dass man bei Mel eben wunderbar heraushört, ob es eben ein Thriller ist, der zum Beispiel für mich als nicht ganz so blutig liebender, aber doch gern Psychothriller lesender Leser geeignet ist oder nicht. Und Mel ist einfach unglaublich sympathisch, redet in einer wunderbaren Geschwindigkeit, wo man dann doch immer mal ein bisschen hinhören muss. Aber ich höre ihr einfach unglaublich zu und ich schaue ihr natürlich auch gerne zu, wenn sie eben wieder neue Bücher präsentiert. Was sie aber neben Thriller natürlich sonst noch so auf ihren Kanal macht, das zeigt sie euch natürlich jetzt auch selbst in einem kleinen Clip. Hallo liebe Zuschauer von Steffi. Hallo Steffi, ich freue mich sehr, dass ich ja, mich in deinem Video vorstellen darf und bin sehr geehrt, dass du an mich gedacht hast. Mein Name ist Melanie, mein Kanal heißt Melanie Liest und bei mir dreht sich logischerweise alles um Bücher. Ich bin eine selbsternannte Thriller-Tante, also ich lese zu 95% Thriller. Es findet sich aber auch das ein oder andere Jugendbuch bei mir oder normale Romane, sage ich jetzt mal, wenn dann eher in die dramatische Richtung oder was einfach ein paar ethischere Themen hat. Das interessiert mich sehr. Ich bin auch sehr interessiert im Thema True Crime, also bei mir gibt es auch die ein oder andere Empfehlung über True Crime Bücher, Serien, Dokumentationsfilme, ja, weil mich die Psyche ja, eines solchen Menschen ja, total interessiert, was natürlich auch zu den Thrillern an sich passt. Bei mir gibt es die klassischen Formate, Rezensionen, Lesemonate, Neuzugänge, alles was mir Spaß macht, Text natürlich auch. Dabei lege ich allerdings besonderen Wert darauf, dass ich euch viel über die Bücher erzählen kann, also nicht nur das Cover in die Kamera halte, sondern euch ausführlich über jedes Buch den Inhalt erzähle und warum genau es mir denn jetzt gefallen oder nicht gefallen hat. Und es wird bei mir auf dem Kanal auch immer so bleiben. Also hat das ein oder andere Video natürlich eine kleine Überlänge. Allerdings, ja, finde ich, macht das nichts. Denn wenn sich jemand für ein Buch interessiert, soll er auch ausführliche Infos darüber bekommen. Deswegen gibt es bei mir keine 3-Minuten-Videos. Die dauern vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen länger. Dafür genügen sie aber dann auch meinem Anspruch, dem potenziellen Leser das Buch näher zu bringen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut, vielleicht den ein oder anderen Tipp findet und ja, mir vielleicht sogar ein Abo da lasst. Und bedanke mich nochmal bei euch allen, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald schon auf meinem Kanal. Und nun kommen wir zu 2 Booktubern, die zusammen einen Kanal machen und dieser Kanal ist alles andere als gewöhnlich. Es ist ein sehr verrückter und durchgeknallter Kanal und ich habe die beiden in der Buchmesse letztes Jahr Frankfurt kennengelernt und schaue regelmäßig seitdem ihre Videos an, weil die einfach total was anderes sind als alle anderen Booktube-Kanäle. Also das ist unglaublich, was die beiden, Erik und Markus, ja, auf ihrem Kanal veranstalten. Sehr oft sind sie zu zweit zu sehen. Ab und an natürlich macht jeder auch mal eine Einzelrezi und man findet auf diesem Kanal alles. Von New Adult über Thriller, über Dystopien, über
alles Mögliche und dazu natürlich noch der gewisse Humor und Witz und den die beiden eben einfach an den Tag legen. Wer gerne entspannte Videos anguckt, ist nicht ganz so richtig bei den beiden, aber wer es flippig mag, humorvoll mag und wirklich, ja, außergewöhnlich, der ist bei den beiden richtig und das beweist vor allem auch ihr Clip, bei dem ich euch jetzt ganz besonderen Spaß wünsche. Hi! Das war nicht gut, Jack. Ich bin der Erik. Ich bin der Markus. Und zusammen sind wir Two Heads. Ein Kanal, auf dem es nicht nur um Bücher geht, sondern auch um Filme, Serien, Mangas, lustige Sachen, langweilige Sachen, Essens-Challenges. Alles breit gefächerte Themen hier. Also wir sind wie ein Fächer. Alles klar. Und weil ich das gerade alles so schön schnell aufgezählt habe, hier nochmal einzeln und ganz langsam, damit jeder es versteht. Wir machen Bücher. Ja. Boah, Markus, ist das ein richtig, richtig geiles Buch gelesen. Das ist das hier. So ein geiler Schreibstil, so viele Plot-Twists, so viel Spannung. Noch nie so ein geniales Buch gelesen. Es ist so plot-twist-reich. Es ist einfach so genial. Also wirklich, musst es lesen. Nein? Okay. Filme, Serien, Horror, oder? Boah, noch Horror. Und Musik spielt auch noch eine ganz große Rolle bei uns. Oh mein Gott, dieses Lied ist so geil. Welches ich denn? Ich feier es. Welches so. Denn? Was? Ja, welches? Was? Yeah! Oh, look what you made me do! Oh Gott, mein Kopf. Und noch ganz viele lustige Sachen. Huhu. Ich bin Markus. Ich bin Erik. Wieso hab ich Markus? Ich dachte, was ist extra? Ich bin Erik. Ich bin der Markus. Was war das? Und zusammen sind wir Two Heads. Tada. Ein Kanal, der bei der ein richtig, richtig gut. Ein gut. Boah, Markus, ich letztens ein richtig, richtig gutes. Es ist so gut, ne? Es ist so emotionsvoll und so dieses viele Plot. Boah, Markus, ich letztens nicht wieder kann. Du bist nicht wieder kann. Komm mal weg, ey. Hm? Wollen wir nicht einfach neu anfangen? Ist der okay. Hardcut nicht dabei? Wir müssen erstmal überlegen, welchen Song wir singen. Was können wir denn mal? Look, oh, look what you made me do! Wow! Look what you made me do! Wir gucken mit Oh oder Look what you made me do anfangen. Wir werden so kaputt gehen, ich sag. Ich weiß. Wow! Yeah! Funktionieren die noch? Funktionieren. Oh Gott. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was auf unserem Kanal so abgeht. Und wenn ihr diesen Style ungefähr so mögt, ein bisschen angehaucht mit Comedy angehaucht, oh, dann könnt ihr gerne bei uns vorbeigucken. Wir würden uns über jeden neuen Zuschauer freuen. Und wir drehen eigentlich wöchentlich Videos. Wir versuchen es jedenfalls. Mal kommt mehr Videos pro Woche, mal weniger. Aber kennt ihr das Problem? Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Steffi, dass wir dieses Video hier machen können. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Bildschirm und nicht in diese Linse. Also, wenn ihr auch dieses Problem sehr gerne mögt, dann guckt auf jeden Fall bei uns vorbei. Und ich hoffe, wir konnten etwas unseren Style rüberbringen. Wir sind ein bisschen anders, ein bisschen, man muss das mögen, aber... Okay, Apro. Wieso machst du die Kamera? Tschüss. Tschüss. Ja, und nun liegen wir wohl vor Lachen alle am Boden, aber last but not least habe ich noch eine Kanalempfehlung, und zwar die liebe Nitti, die mittlerweile nicht nur eine Booktube-Kollegin, Freundin ist, sondern die ich wirklich sehr ins Herz geschlossen habe und die einfach auch nicht fehlen darf. Die zwar kürzlich die 1000 Abos erst geknackt hat, aber ich denke, da geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Nitti ist eine Leserin, die auch sehr gemischt liest, die auch ja ein Teil des Leseklubs geworden ist und wo man immer etwas Interessantes findet, was bei einem selbst dann in die Wunschliste sozusagen hineinfliegen darf. Und die Liebe natürlich zu Harry Potter, zu Dystopien, die verbindet uns natürlich und auch einfach so diese nette, herzliche Art und auch so ein bisschen das entspannte, ruhige, was sie zumindest in den Videos vermittelt, denn in echt ist Nettie doch ganz schön anders.
aber ich plausche natürlich nicht aus dem Nähkästchen. Und so stellt sich natürlich auch Nettie jetzt selbst einmal kurz vor. Hallo zusammen. Bevor ich mich genauer vorstelle, möchte ich erstmal ganz lieben Dank an Steffi sagen, dass ich mich bei ihr und auf ihrem Kanal vorstellen darf, also für euch. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Nettie. Mein Kanal heißt genauso wie ich und ich mache seit 2013 schon BookTube-Videos. Also nächstes Jahr werde ich 5. Wer kann das glauben? Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich bei diesem Hobby wirklich so lange dabei bleibe. Und ja, mir macht es immer noch Spaß, der Austausch mit allen, also mit meinen Zuschauern, mit der Community, ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und möchte viele in meinem Leben nicht mehr missen. Und ja, zu meiner Person, ich bin noch 37, werde nächstes Jahr 38, komme aus Berlin. Gibt es in meinem Leben noch andere Leidenschaften außer dem Lesen? Und zwar gehört zu einer meiner größten Leidenschaften Hertha BSC. Das ist mein Verein, weil ich komme aus Berlin, ich wohne in Berlin. Und ich gehe alle 2 Wochen ins Stadion, habe eine Dauerkarte, bin in der Ostkurve zu Hause und Fußball ist neben dem Lesen ein ganz, ganz großes Thema. Dann interessiere ich mich noch sehr für Serien. Ich habe jetzt Netflix für mich neu entdeckt und Amazon Prime. Aber Lesen und Fußball, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Damit ihr ein bisschen einordnen könnt, was ich so gerne lese. Zu meinen Lieblingsgenres gehören definitiv Bücher aus dem historischen Bereich und Fantasy. Das sind meine 2 allerliebsten Genres. Als Beispiel möchte ich euch gerne ein paar Bücher zeigen, die zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehören. Allen voran Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Dann, um im historischen Bereich zu bleiben, historisch und auch asiatisch, mag ich auch sehr gerne. Und zwar Die Geisha von Arthur Golden. Ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur jedem ans Herz legen. Dieses Jahr gelesen und für ganz toll befunden The Revenant, Der Rückkehrer oder Der Todgeglaubte, wie die älteren Ausgaben heißen, von Michael Punke, so würde ich ihn jetzt aussprechen. Und auch ganz, ganz großes Kino, Die Teerose von Jennifer Donnelly. Große Neuentdeckung im Fantasy-Bereich ist für mich Ivo Pala mit der Elbentalsaga. Ganz frisch, ganz aktuell, großartiges Buch, 5 Sterne. Aber welches Buch mir am allermeisten in meinem Leben am Herzen liegt, weil es das Buch ist, was ich bisher am meisten gelesen habe, ist Watership Down von Richard Adams. Unten am Fluss ist der deutsche Titel. Die gezeigten Bücher sollen euch so einen kleinen Eindruck geben von den Genres, die ich gerne lese, was ich euch gerade gezeigt habe. Darüber hinaus gibt es natürlich Lesemonate, Neuzugänge. Ab und zu ist auch mal ein Tag dabei. Jetzt ganz neu hinzugekommen ist das Thema Duftkerzen. Das verfolge ich auch aktuell sehr intensiv. In meinem letzten Monatsrückblick habe ich mir vorgenommen, auch über Serien und Filme, wenn sie nennenswert sind, zu sprechen. Das ist auch ein großes Thema. Wenn euch das alles interessiert, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Lasst einen lieben Gruß da und ja, möchte mich nochmal recht herzlich bei Steffi bedanken und schlage vor, wir sehen uns demnächst auf meinem Kanal. Danke und tschüss! Und das waren sie nun auch schon, die 4 BookTube-Geheimtipps an dieser Stelle. Es ist ein sehr unregelmäßig erscheinendes Format. Dementsprechend kann ich nicht sagen, wann ich natürlich nochmal irgendwann ein paar BookTuber vorstellen werde. Es sind wieder so ein paar auf einer imaginären Liste bei mir, wo ich denke, wenn ich mal wieder 4, 5 habe, dann kommt auf jeden Fall wieder ein Video. Also es wird immer mal wieder kommen und wenn ihr selbst natürlich Tipps habt und sagt, hey, hier auch eine ganz tolle BookTuberin, dann könnt ihr mir das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr jetzt bei den 4 Kanälen vorbeischaut, schickt einfach mal liebe Grüße von mir in den Kommentaren los und ja, lasst uns einfach gemeinsam die BookTube-Community so ein bisschen stärken, ein bisschen mehr miteinander
miteinander als gegeneinander und ich hoffe, dass das einfach mit jedem dieser Videos ein bisschen mehr klappt. Und ja, danke an alle vier, fünf an dieser Stelle, dass ihr dabei wart. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr meinem kleinen Aufruf mit einem eigenen Video gefolgt seid. Und ich weiß, dass sich viele sträuben bei diesen Wink-Videos, aber ja, ich finde, das macht das Ganze einfach ein bisschen lockerer und lustiger, ist zumindest mein Gedanke. Dementsprechend groß winkend danke ich nun für das Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und guckt auf jeden Fall bei den vier Kanälen vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.